Dann sind wir am Flughafen angekommen, unser Gepäck aufgegeben, eingecheckt, auf nach Bochum. Eine Sache war halt ganz wichtig in Bochum, dass wir, wenn wir da unterwegs sind gemeinsam, dass wir Klaas nicht begegnen. Also, jetzt nochmal Vorsicht, ne? Das gilt für alle. Die Jahrhunderthalle da wird der Tempel der Schande und das wird einer der Orte sein, die Klaas Häufer Umlauf verfluchen wird, dass er sie jemals betreten hat. Und halt eben auch Frank. So, lass uns jetzt aber gucken, dass wir hier abhauen, weil wir stehen ja sehr auf dem Präsentierteller. Nicht, dass Klaas uns noch sieht. Okay, wir haben einen Raum, wo wir hingehen können, gehen wir jetzt hin. Das Erschreckende ist, ich habe immer wieder gemerkt, Frank ahnt einfach wirklich gar nichts. Der hat zu keinem Zeitpunkt auch nur im Ansatz Lunte gerochen. Es gab noch eine Besonderheit, ich hatte noch vier Helme besorgt, auf denen, wenn man sie richtig aneinander reiht, oben drauf steht, wichtige Durchsage. Damit auch jeder checkt, dass wir was zu sagen haben. Ich bitte euch jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Jeder nimmt sich jetzt gleich sein Outfit, zieht sich um und dann geht das los. Die ganzen Klamotten waren da für die Yoko Army, denn sollten ja alle so aussehen wie ich. Und ich muss sagen, noch nie sah die alle so gut aus, ne? Entschuldigung, ihr seht bescheuert aus. War halt gar nicht gut. Ja, stimmt. Ja, sah richtig scheiße aus. Also ich meine, man sieht einfach, dieser Stil ist einzigartig und steht auch nicht jedem. Egal. Dann war wichtig, dass wir diesen Streich halt eben nochmal proben. Kommen wir nun zur nächsten Kategorie. Halt, stopp! Dieser Mann ist ein Betrüger. Klaas Häufer Umlauf ist kein seriöser Moderator. Mhm. Dieser Mann ist eine Witzfigur. Mhm. Und das sollen jetzt eben auch mal alle wissen. Ja. Geronimo. Geronimo. Es war so faszinierend festzustellen, wie enthusiastisch Frank da war. Was natürlich aber auch wieder ein Beleg dafür ist, was er für ein verlogenes Schwein ist. Ja, ich sag da gar nichts. Es ist so. Du warst doch dabei. Das Wichtige ist nur wirklich, ne, wenn du das Ding verkackst, dann hat die ganze Aktion keinen Sinn. Ja. So, wir haben jetzt noch genau 15 Minuten. Das heißt, alle auf Position. Lass uns runtergehen, keine Zeit mehr verlieren. Wir haben einen Versuch und der muss sitzen. Aber das wird passen. Das ist super. Und geh da raus und schrei. Ne? Ja. Also wirklich schrei aus deiner Seele raus. Den ganzen Hass, alles das, was Klaas uns die letzten Jahre angetan hat. Raus damit. Mach ich. Super. Let's go. Um das nur noch mal einzuordnen, die 1Live Krone ist wirklich der größte, ich würde auch sagen, wichtigste Radiopreis, den dieses Land hat. Also wirklich die ganze Branche kommt da zusammen. Und genau vor all diesen Menschen wird Frank sich bis auf die Knochen blamieren. Aber, ja noch viel wichtiger, auch der souverän Moderator Klaas Häufer Umlauf. Du wirkst relativ gelassen. Nee, bin ich aber nicht. Nee? Wirklich? Nee. Geht dir die Düse? Ein bisschen, ja. Ja. Dann war klar, es ist kurz nach 8. Gleich geht die Veranstaltung los. Live im Fernsehen. Hallo alle und herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der sieht aus wie ein billiger Stripper. Als ich ihn da in seinem übertriebenen Show-Outfit gesehen habe und wie er sich da wie so ein Gockel auf der Bühne aufgeführt hat, wusste ich so, das ist genau der richtige Ort, wo man ihn erwischen muss. Zum 17. Mal werden wir heute hier die Krone verleihen. Gerne dürfen sich alle Nominierten hier in einer Reihe aufstellen. Ich verteile die Kronen. Auf Wiedersehen. Ciao. Klaas kann an so einem Abend halt einfach zeigen, dass er auch alleine moderieren kann. Da kann er der große Entertainer sein und es gefällt Klaas. Und dass es genau halt die Wundestelle ist, die wir bei Klaas treffen müssen. Und das hat Frank 1:1 geschluckt. Ja, Frankie geht da raus und wenn er Geronimo ruft, ne? Da müssen wir genau hinein, da müssen wir alle hinterher. Dieser Mann ist ein Betrüger. Klaas Häufer Umlauf ist kein seriöser Moderator. Was Frank allerdings nicht wusste, dass er den Teil von Wichtige Durchsage auf seinem Helm stehen hatte, der als Wort nur für sich genommen vielleicht nicht ganz so vorteilhaft ist. Ja. Dieser Mann ist eine Witzfigur, dass ihr das alle mal wisst. Geronimo! Frank? Ja? Was machst du? Gar nichts. Was soll das? Gar nichts. Geronimo! Wir gehen auf gar keinen Fall darauf. Wie Frank da auch so traurig Geronimo gerufen hat, ne? Und es ist halt keiner gekommen. Geronimo! Und
hat er uns noch so rangewunken. Und wir so, ich bin jetzt hier oben, ihr könnt jetzt hoch. Aber es kam halt keiner. Das war wirklich. Frank, möchtest du irgendwas mal? Warum bist du nicht einfach Tonmann? Ja, eigentlich sollten noch die anderen kommen, aber jetzt. Hast du dich von Karin spannen lassen, ne? Ja. Von wem? Joko. Wo ist er? Da hinten. Nein. Ja, dann war er da festgekettet, ne? An Frank, der einen Helm auf hatte, wo Wichtopf stand, in der Live-Show. Blöd, ne? Möchte man nicht. Das ist gemein, was du machst, Joko. Ich verstehe dich hier nicht, tut mir leid. Irgendeine Pointe oder weil es von Winterscheid kommt, nein. Nein, und das hier. Und das ist auch sehr lustig. Sehr gut. Darf ich weitermachen? Gerne, ja. Ja? Oh Gott, wir haben zwei Leuten das Leben zur Hölle gemacht. Klaas und Frank. Jetzt schauen wir aber auf die etwas schöneren Momente. Auf das 1Live-Jahr 2016. Tatsächlich, man hat es oben in die Zitronenpresse reingesteckt und unten kamen noch ein paar schöne Momente raus. Und alle schönen Momente des Jahres 2016 sehen Sie jetzt. Bitte sehr. Er war da, glaube ich, ganz schön sauer, der Klaas. Also nur mein Gefühl. Hallo. Ja, los bitte ab jetzt mal. Ich hab den Schlüssel nicht. Mach's ab. Ich hab den Schlüssel nicht. Mit einem Blumenstrauß. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich hab den Schlüssel nicht. Und jetzt stellt er auf einmal fest, niemand da, der den Schlüssel hat. Abmachen jetzt. Komm mal Joko her. Jetzt ist er stinksauer. Jetzt ist er stinksauer, weil er feststellt, der hat niemanden, der ihn losmacht. Und er hat einen Helm auf dem Wicht steht. Wenn ich alleine stehe, steht der Wicht. Wenn ich alleine bin, steht der Wicht. Bescheuert. Ich hab keinen Schlüssel, mit dir sprechen. Er will mit dir sprechen. Nee. Da muss er jetzt durch. Das ist sein Ding. Und dann war klar, Klaas ist gleich wieder on air. Voll der Scheiße. Hat aber immer noch Frank an seiner Hand gekettet. Sag mal, der zwingt Frank nicht dazu, sich gerade hinzuknien, oder? Das war das 1Live-Jahr 2016. Eine Menge passiert. Wie Frank kann ich mich nie. Oh mein Gott. Was möchte man alles noch schaffen in diesem Leben? Eine Sache gibt es noch, aber auch diesen Haken können Sie machen, nachdem Sie heute Abend hier fertig sind. Mit einer Grammy ausgezeichneten Big Band, nämlich der WDR Big Band, ein Lied spielen über Holz. Ja, doch, dann haben wir entschieden, lass den Frank da abmachen. Das passt wieder auf. Ich hatte ja meinen Spaß. Kadi soll ihn losmachen. Das war wirklich ein gelungener Tag. Und ich war so dumm und hab geglaubt. Mit der Aktion habe ich, glaube ich, ein für alle Mal sichergestellt, dass keiner von euch verlogenen Typen hier irgendwann mal wieder irgendwas mit Klaas drehen wird. Warum seid ihr nicht gekommen? Ich schäme mich. Ich stand da wie ein Wicht. Wenn ich euch anrufe, könnt ihr gerne für mich arbeiten, aber andersrum, ihr müsst euch für eine Seite entscheiden, Freunde. Aber wir bauen ja jede Woche eine Matz auch. Das ist mir doch egal. Das ist halt deine Sendung. Ja, dann gibt's halt nur noch Matzen mit mir. Wenn ihr noch mehr Videos von Zirkus Halligalli sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Für mehr Videos klickt einfach hier oder hier. Oder hier. Sabine? Was? Wir machen hier gerade was fürs Internet. Hau mal ab, bitte. Sabine? Hau ab, bitte. Bleib ganz ruhig stehen, Sabine. Dann fällt es nicht auf. Ganz ruhig, Sabine. Beweg dich nicht. Sag mal, hast du was an Ohren?